Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Let's Play zu Herr der Ringe Online. Heute werden wir hier in Matugat weiter einige Quests erledigen und ich werde während des Videos ruhig sein. Wenn ihr mehr Kommentare von mir wollt im Video, dann sagt einfach Bescheid, schreibt unter das Video und ich werde in den nächsten Let's Plays ja ein wenig mehr kommentieren. Ansonsten hören wir uns am Ende vom Video und ja, schaut euch einfach mal an, was so in Matugat noch passiert, was wir hier alles für Quests erledigen und was wir dann ja demnächst noch mit der epischen Story 5.4 und mehr weitermachen. Diese Klingen sind hervorragend gemacht. Sie wurden aber noch nicht im Kampf erprobt, nicht wahr? Jede Waffe ist perfekt. Gut, gut. Ich sehe, dass Sie sich recht geehrt fühlten, solche Zeichen der Freundschaft zu erhalten.
Habt ihr einen Augenblick? Habt ihr etwas gefunden? Ich leider auch nicht. Wenn ihr mir helft, stehe ich in eurer Schuld. Im übertragenen Sinn natürlich.
bringt ihr mir da? Ich hoffe, dass Ligmunds Pech sich nicht auf unsere Anstrengungen hier in Gundabad auswirkt. Oh, es tut mir leid. Aber genug von meinen Sorgen. Meldet euch bei Durin. Ich stoße zu euch, sobald ich die paar anderen gefunden habe. Lasst uns aufbrechen. Die Steilstufe war immer der Sitz des Fürsten von Gundabad. Ich möchte sie mit eigenen Augen sehen.
Der Verlust der Sabbatibin bekümmert, aber überrascht mich nicht. Ich hoffe, dass das Licht der Sabbatibin weiterhin ungetrübt bleibt. Mal her. Die Worte von Prinz Durin haben in mir das Verlangen geweckt, ungeachtet aller Gefahren nach den Sabbatibin zu suchen. Ich hoffe, einen der Sabbatibin zu finden. Ich habe meinen Lehrling Eskil Blutdaumen in die Tiefengier geschickt.
Und damit haben wir heute viel geschafft und beim nächsten Mal geht es mit der epischen Story und Kapitel 6.1 weiter und dementsprechend in der Tiefengier. Also bis demnächst. Bye bye.